13 Uhr morgens in L.A. Ronison Bilecki, Ihr Ansprechpartner, wenn es um den richtigen Umgang mit Alkohol und Spielsucht geht. Schmecken die Lucky Charms? Tatsächlich nicht. Ist kalt. Würdest du sagen, ich bin außer Form gekommen? Wird's bei dir warm? Nein, langsam wird's schon. Also meine Knie sind warm. Irgendwie. Aus der Düse. Die sind draußen. Ola Kala, Jackenclub. Ich bin immer von hinten. Sehr, sehr wichtig. Für das Volumen. Oh shit. Ja. Ich bin in der Scheiße. Riecht er nicht? Oh. Warum riecht er das Scheiße? Riecht der Stuhl nach Scheiße? Ja! Ja. Was ist das? Ich hab grad was gekriegt. Ich saß da gerade drauf, Digga. Ich glaub, das riecht jetzt auch nach Scheiße. Ich glaub, der riecht nach Scheiße, weil du da drauf saß. Ja, hast du eine weiße Boxershorts? Denkst du, ich hab in die Hose geschissen? Ich riech das. Aber riech mal am Knie oder so. Aber Moment, riech doch mal am Knie. Weil der Stoff, wenn es. Riecht es da genauso? Nein. Wo kamst du darauf, dass der Stuhl stinkt? Wie hast du es gemerkt? Digga, der Geruch ist richtig hochgezogen. Ja. Bist du jetzt echt duschen gegangen? Natürlich. Digga, es kann nicht sein, dass ich nach Scheiße rieche. Das ist so die Gipfel. Ja, keinen Stress. Ey, Digga, Mav einfach auf Dienstreise hier. Ist absolut im Wonderland. Nico, wir müssen jetzt ein Placement drehen. Komm mit. Komm mit. Seht ihr das Bild? Du denkst im ersten Moment geil, oder? Ja, es sieht schön aus. Siehst du Magnete? Siehst du Klebeflächen? Nee. Schmutz. Komm mit. Magnete, Klebeflächen? Nee. Schmutz. Mein Display. Was muss ich überhaupt sagen? Schnauze! Du wirst in der Vergangenheit schon kennen. Mit jedem Display pflanzt ihr einen Baum. Schlag zu. Bei jedem Einkauf über meinen Link in der Beschreibung. Bei jedem Einkauf über den Link in der Beschreibung 29% Rabatt. Wer da nicht zuschlägt, ist entweder dumm oder. Super dumm. Milliardär. Wie funktioniert Displate? Erst zwirbelt man mit voller Geschwindigkeit das Klebeerlebnis direkt auf die Wand mit den braunen Flächen. Direkt danach kommt das Magneterlebnis ins Spiel. Ihr klebt die Flächen auf die Flächen. Wer das nicht hinkriegt, ist wirklich sehr, sehr intelligent. Und zu guter Letzt kommt dann das Erlebnis. Wow. Dass du mich hier gerade nötigst, direkt nach dem Aufstehen zu drehen, finde ich wirklich mega geil. Schlag jetzt mit Display zu. Display, beste Firma, meine allergeilsten. Ich werde jetzt erstmal einen sonnigen Tag in L.A. genießen. Oder auch nicht. Ja, Marco hat uns gerade hier freudig erzählt, dass er heute schon wieder eine neue Uhr gekauft hat. Das ist unglaublich. Mach bitte ein bisschen ruhiger jetzt. Ne? Es reicht. Hey, also, wie viele Uhren willst du denn noch kaufen? Ich verstehe nicht. Kannst du immer nur einen tragen? Finde ich ein bisschen, naja. Ich finde es wirklich sehr... Ron ist auch wieder mit von der Partie. Ich bin mit in der Partie. Ist mit in der Partie. Ich bin mit... In der Partie. Die Partie ist mit in dir. Letzte Party beginnen. Okay, guys, let's go. Okay, guys, let's go. Okay, guys, let's go. Ich sag mal so, vor so einer Woche hat Ron mir gesagt, er will mit Rauchen aufhören. Ey, der Himmel kommt übelst fresh mit den Wolken. Zieh das mal rein, wie geil das aussieht. Wow, oh, the train is here. Oh, got I drive? Oh, sorry. Can you drift? Hier in Dubai gibt es auf jeden Fall stabile Frauen, muss man auf jeden Fall sagen. Davon weiß ich jetzt nicht. Nein, also stabile Frauen im Sinne von, die sind halt gut gebaut. Wenn du den Körper nicht fit hältst, dann hält der Körper dich nicht fit. Würdet ihr sagen, wenn man hier runterspringt und sich unten abrollt, ich sehe gar kein Problem. Dieses Hotelzimmer hat einen Spiegel über dem Bett. Das ist wohl oder übel das beste Feature. Hier soll es anscheinend die besten Chaias geben. Da freuen wir uns natürlich sehr, sehr drauf. Es geht mir jetzt nicht darum, jetzt irgendwie hier jemand eine Frau abzuchecken oder sowas. Ich will einfach nur wirklich sehen, ob diese Chaias halt hier sind. Weil mich interessiert dann einfach so der Werdegang von diesen Chaias. Verständlich, oder? Klar. Also es ist sozusagen eine Studie, ja. Die ich halt für mich selber persönlich... Ja, ich seh's, ja. Hier ist übrigens noch ein GG-Store, also falls jemand hier vorbeikommen will, Grüße von mir sagen, dass ihr von mir da seid. Die kennen mich zwar nicht, trotzdem machen. Ich persönlich habe mich heute dazu entschieden, eine Short-Position auf den Kryptomarkt zu attackieren. Ich habe 200 Euro eingesetzt und bin in einer Stunde, habe ich mein gesamtes Geld verloren. Futures relevant, because... The future is pronouncing. Welcher Mensch lässt einfach seinen Koffer da und fatzt einfach nach Hause und sagt,
Ach Bruder, ich hol den beim nächsten Mal ab. Hä? Ich möchte am Ende mich nochmal ganz kurz hier hinsetzen, nochmal so ein kurzes Fazit über diesen Trip ziehen. Ich möchte mich erstmal krass bedanken, dass überhaupt die Möglichkeit besteht für Leute wie uns, im Winter über einen längeren Zeitraum wegzugehen und die Sonne zu genießen. Und ihr wisst, wie sehr ich die Sonne liebe. Ich möchte auch eine Sache in Bezug auf die Vlogs sagen. Ihr müsst euch überlegen, die Vlogs sind immer Highlights von dem, was wir in dem Zeitraum erlebt haben. Und vielleicht scheint euch das ein oder andere, was wir da machen, extrem oder teilweise auch zu viel. Aber ich möchte euch mit Gewissheit sagen, dass wir, vor allem, ich spreche da jetzt mal für mich, dass ich sehr entspannt bin und dass ich auch nicht die ganze Zeit am Saufen bin. Natürlich haben wir eine geile Zeit, natürlich haben wir Spaß, aber auf der anderen Seite gehe ich natürlich auch dahin, um halt die Vlogs zu machen, um halt den Beruf, den ich zum Glück ausüben darf, dem einfach nachzugehen. Ich hoffe, bei vielen kommt es jetzt nicht so rüber, als würden wir jetzt auf alles scheißen und uns jeden Tag besaufen. Geht einfach oft auch um den Unterhaltungsfaktor. Ich verstehe mich sehr, sehr krass mit Ron. Ich connecte mit dem Typen eigentlich fast wie mit einem Bruder. Denke ich, das ist, was in den Vlogs passiert, in jedem Moment passiert, in dem wir unterwegs sind. So, das muss auch einfach mal dazu gesagt werden. Wir werden auf jeden Fall demnächst wieder einen Trip machen, wo wir unterwegs sind. Vielleicht kommt diesmal auch mal Sascha mit und so. Ich freue mich unglaublich. Mir macht es gerade so viel Spaß, diese Vlogs zu machen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Obwohl, lasst es lieber bleiben. Wenn ihr auf Instagram eingebt, Gin _GmbH, kommt ihr auf die Firmenseite von uns. Dort gibt's Stellenausschreibungen. Bewerbt euch bitte auf gar keinen Fall auf irgendeine von dieser Stellen. And you realizing, when you realizing that you, the opportunity, it will change your life.